habe ich gesehen? Morgenmagazin, die Flixbusse. Ja. Fernbusse, der lässt unten den Kofferraum, Klappe offen, geht mal pullern und da lassen klauen sie Koffer aus dem Kofferraum. Hat er aber die Schuld, der Fahrer, nicht der Fahrgäste. Ja, natürlich. Da muss er, ihm kriegen sie an Arsch. Ach. Das lasse ich dann nicht offen, wenn ich da bin, genau in der Wohnungstür oder lässt ja der Laden offen, hier ist zu Hause. Muss du auch nicht wundern, wenn sie leer machen. Muss ich mal nicht wundern, hast du recht. Wenn sie leer räumen. Ja, aber gehst du arbeiten, lässt deinen Schrank offen, die holen alles raus. Ja, nett ist ja. Aber nett ist es trotzdem nicht. Haben sie ja gemacht. Aber macht bei man uns nicht auf Arbeit. Ja, aber ganzen macht man Schränke nicht ausgeräumt. Na wer denn? Deine Kollegen? Oder? Kollegen, zwei. Nein, ja, Schweine. Große Hartitüten sie mitgebracht. In der Nagel neue Schuhe hattet, haben sich schon beobachtet. Ach du Scheiße. Und dann waren sie dran, haben das alles mitgehen lassen. Nee, das macht man aber auch nicht. Ja, klar. Aber macht man nicht, ne? Nee. Naja, siehst du. Schön, neue Lampe dran. Keine Ahnung. Ob das so schön ist, funktionieren tut es nicht. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Die Lampe ist ganz, habe ich probiert. Ah, die Birne kann nicht sein. Nee, die Birne ist ganz. Das habe ich probiert. Das ist irgendwo anders ein Wackel. Das ist nur das Blech hier. Klauen alle, wo sie ran können. Nee, nee. Das Klauen ist scheiße. Ja, aber wenn der das offen lässt, der alte Pfeifer, ist dann eine Pfeife der Fahrer, wenn er die Gelegenheit dazu gibt, Mensch. Die Pfeife. Da hat mir bloß eine Pfeife, wo ich noch inne habe, das ist auch noch inne. Genauso beim Fliegen. Können Sie auch dahin wegklauen. Die Welt ist aber auch schlecht, wa? Alle wollen sie nur noch klauen. Kinder will mir was verdienen. Beim Flugzeug auch. Wenn du vom Gepäckband nicht gleich da bist, tschupp, greift ein anderer zu. Das ist doch scheiße. Tschupp, greifen sie zu. Nee, tut sie nicht. Ja, hat ein bisschen gewackelt, hat das geplappert, aber... Ja, ist eine Scheiße, wenn ich glaube. Ah, jetzt brennt sie. Ja, das hier drin in dieser Kacklampe ist ein Wackelkontakt. Musst du eine neue drin bauen. Scheiß Wackler, ey. Müsste neue einbauen. Läuft. Neue einbauen. Klauen ist scheiße. So, ja. Fertig aus. Nee. Ja, was hat denn... Jetzt läuft er wieder nicht. Ich werde verrückt hier. Die Alte hat ja auch ihre Tauben immer gefüttert. Wenn die Jungle runterkam, dann kam Jan, die Sturzbomber. Die hätten sie aus der Wohnung rausschmeißen können, Thomas. Wenn sie füttert, das ist im Mietvertrag nicht erlaubt. Tauben füttern. Ja. Im Mietvertrag? Steht ausdrücklich drin. Ja, habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist nicht erlaubt. Genau, wenn du eine Katze haben willst, musst du mit dem Vermieter dich querschalten, ob du die Katze anschaffen darfst. Naja. Die Niesemauz. Niesemauz? Ja, klar. So gut. Ja klar. Mhm. Ja. Boah, schaffte er einen Hund an, der scheißt und pisst sich ein und jault mir an und sagt. Glaubst du, kann er auch, die sagt, hör mal zu. Dein Köter, der jault hier den ganzen Tag. Das geht nicht. Nein, das geht noch nicht. Ja, da heult diese Luxus-Sirene den ganzen Tag. Ich glaube, bei Katzen ist das nicht mehr so. Doch, trotzdem musst du ein paar Liter fragen. Ich glaube bei Hunden ja, ich glaube bei Katzen weiß ich gar nicht, aber ich glaube, da ist nicht mehr so drin. Sag mal, Rubel, was ist denn da los? Brennt wieder nicht. Na, was soll denn das? Das ist doch verarscht. Bei Katzen weiß man nicht, aber bei Hunden ja. Flippst du aus. Mit den Lampen flippst du aus. Bau da eine andere ran. Ja, aber die ist ja eigentlich ganz. Das ist doch. Jetzt ist kaputt. Aber. Ist doch das Verrückte. Ist doch verrückt. Nee, aber die Alterten, sie können aus der Wohnung schmeißen. Mit ihrer Taubenfütterei. Ja. Angenommen, du hast einen Blumenkasten, einen schönen. Und die Tauben, die Alte, füttert die und die sitzen über dir und scheißen dir den ganzen Balkon voll. Ja, das ist ja was anderes. Aber trotzdem kann der Verwalter sagen, nein,
raus. Ja, natürlich, dann ja. Der kann sie ausschmeißen. Auch wenn sie ihre Miete zahlt, wenn die Tauben dich belästigen, das ist eine Belästigung, da kannst du, das ist, kannst dagegen vorgehen. Ja. Musst da nicht erfallen lassen. Nee. Oh, ich hab so eine Typen über und unter mir, die jeden Abend Party machen und dann bis früh tanzen und dann lauter Musik, das kann mir wieder wackeln. Und? Kannst du, Herr Walter, raus. Da kannst du rausschmeißen. Ja, aber das dauert. Aber nach 10 haben sie ihre Musik aus oder leiser zu machen. Naja, aber das macht ja keiner. Müssen sie aber. Bis 10 kannst du lauter Musik machen. Du kannst nur bis 10 noch Wäsche machen, kannst nur was Handwerk an in der Wohnung, aber ab 10 hat der Hammer in der Ecke zu liegen und nicht mehr gemacht bis früh um 7. Eieiei. Sonntag gar nicht und Sonnabend nur bis Mittag um 1. Oh, du kennst sie aus, ey. Ja. Ist aber so, sind die Bestimmungen. Ja. Dürfen sie nicht. Ja. Nee. Ist ja furchtbar. Mal vor, abends noch laute Musik bis um 10. Nach 10. Und früh vor 7.